Der nächste Redner ist von der ÖVP Nikolaus Belakovic. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heuer und im vorigen Jahr gedachten wir in unserem Land einiger historische Ereignisse. Beginn Erster Weltkrieg, Ende Zweiter Weltkrieg, EU-Beitritt. Für die anerkannten autochthonen österreichischen Volksgruppen waren einige weitere Ereignisse von großer Bedeutung, nämlich unter anderem die Unterzeichnung des Staatsvertrags. Die Unterzeichnung des Staatsvertrags hat nicht nur Österreich die Freiheit gebracht, sie hat auch erstmals erwirkt, dass die Volksgruppen auf allen staatlichen Ebenen anerkannt wurden in Österreich, festgeschrieben im Artikel 7 des Staatsvertrags. Das sind unter anderem das Recht auf eine Amtssprache, das Recht auf eine mehrsprachige Ausbildung, das Recht auf topografische Aufschriften und vieles ist in der Zwischenzeit erreicht worden. Das Volksgruppengesetz, Volksgruppenbeiräte mit entsprechender finanzieller Unterstützung, die Amtssprachenregelung, topografische Aufschriften bis hin zur Aufstellung der zweisprachigen Ortstafeln im Burgenland vor 15 Jahren, in Kärnten letztendlich umfassender im Jahr 2011. Alles sehr positiv, es gibt ein friedliches Zusammenleben und keine Volksgruppenkonflikte. Klingt danach, dass alles eitel Wonne ist, ist es aber leider nicht, nämlich überhaupt nicht. Heuer im Sommer hat es erstmals nach 10 Jahren wieder ein Treffen der 6 anerkannten autochthonen Volksgruppen gegeben, nämlich der Volksgruppenbeiräte. Und da ist deutlich geworden, dass die österreichischen Volksgruppen bedroht sind, nicht von politischer Assimilation, sondern einfach davon, dass identitätsstiftende Merkmale wie zum Beispiel die Sprache an Bedeutung verliert. Daher ist wichtig, und das wurde auch dort festgehalten, dass es eine umfassende Analyse über den Ist-Zustand gibt der österreichischen Volksgruppen. Wo stehen die? Wie geht es ihnen wirklich? Und darauf aufbauen, das ist unsere Forderung, sollte es nicht alle 10 Jahre, sondern doch in regelmäßigen Abständen ein Zusammentreffen der Volksgruppen geben, um auch gemeinsame Strategien zu entwickeln. Denn die finanzielle Unterstützung ist ein wichtiger Beitrag, aber noch wichtiger ist eine mediale Unterstützung und dabei kommt dem ORF eine zentrale Bedeutung zu. Denn die Volksgruppensprache ist Identität. Wenn sie nicht mehr verwendet wird oder gebraucht wird, dann beginnt die Volksgruppe zu verlieren und hört auf zu existieren. Im Vorjahr wurde 25 Jahre Dobrodan Hrvati gefeiert, ORF-Sendungen in den Volksgruppensprachen, 25 Jahre Dobrodan Koroška, heuer 25 Jahre Odjistjan Majorok, die Sendungen, und das zeigt, dass das mediale Angebot positiv ist, aber einfach zu wenig ist. Und daher ist unser Vorschlag, dass ORF3, ein anerkannter Sender, Kulturangebot, erweitert wird um einschlägige sprachliche Sendungen im Volksgruppenbereich, auf Kroatisch, auf Slowenisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch und auch Romanes. Das wäre eine Unterstützung für die österreichischen Volksgruppen. Wichtig ist auch die Anwendung vor Ämtern und Behörden. Derzeit ist es so, wenn ein Volksgruppenangehöriger auf ein Amt geht, bekommt er ein deutsches Formular mit einer Übersetzungshilfe. Und das ist lächerlich. Im Volksgruppengesetz ist das Recht auf volksgruppensprachliche Formulare festgeschrieben. Die Verordnungen liegen bereits im Bundeskanzleramt, seit Monaten sind aber noch nicht erlassen worden. Und unsere Forderung ist, diese Verordnungen zu erlassen, damit die Volksgruppen vor Ämtern und Behörden auch das Recht anwenden können. Ich gehe noch gar einen Schritt weiter. International sinnvoller sind nicht einsprachig kroatische oder ungarische Formulare, sondern mehrsprachige Formulare, wie sie international üblich sind. Und abschließend, wir haben heuer auch eines schlimmen Ereignisses gedacht. Vor 20 Jahren sind in Oberwart 4 Roma durch einen heimtückischen Anschlag umgebracht worden, ein Kroate in Stinazis verletzt worden. Das ist eines der dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte. Und wichtig ist, dass Toleranz und Menschenwürde unantastbare Werte unserer Gesellschaft sind. Wir alle, auch die ÖVP, sind fest entschlossen, gerade in der heutigen internationalen Situation diese Werte zu verteidigen. Denn klar ist, dass Extremismus, Rassismus und Hetze in einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht verloren haben. Dankeschön. Sagt Nikolaus Belakovic von der ÖVP.